Gut, okay. Dann herzlich willkommen zum Vortrag. Da wieder mal der Slot leer war, habe ich mir gestern gedacht, ich springe gerade mal ein. Und zwar mit einem Thema, worüber ich jetzt auf Anhieb ohne irgendwelche große Vorbereitungen was erzählen kann. Und das ist die Frage oder das Thema, warum der Kosmos expandiert. Und dazu muss ich sagen, für die, die mich nicht kennen, ich bin Kosmologe am Institut für Theoretische Astrophysik. Und was wir, also womit wir uns in der Kosmologie beschäftigen, was wir untersuchen, sind quasi die statistischen Eigenschaften des Universums. Das heißt, die Eigenschaften, die das Universum auf den allergrößten Skalen, auf denen man das beobachten kann, also wie das Universum dort aussieht auf diesen Skalen. Das heißt, wir sind heute nicht interessiert an sowas hier, das, was jetzt hier so wie Rauschen aussieht, das sind alles Sterne. Jeder einzelne Punkt ist ein Stern. Wir zoomen jetzt mal raus. Wir sind auch nicht an sowas interessiert. Das ist jetzt hier eine Galaxie mit einem typischen Durchmesser von Größenordnung 100.000 Lichtjahre. Das heißt, wenn jetzt hier von einem Stern hier irgendein Lichtstrahl sich einmal durch die Galaxie ausbreiten will, braucht er 100.000 Jahre. Und die Größenordnung ist ähnlich bei unserer Milchstraße. Das heißt, die Sterne, die ihr so am Himmel seht, die haben zum größten Teil das Licht zu einem Zeitpunkt ausgestrahlt. Oder ihr seht das Bild zu einem Zeitpunkt, wie es vor sehr, sehr langer Zeit war, zum Teil auch noch, als die Dinosaurier noch die Erde bevölkert haben. Und da gibt es eine Frage. Welche Galaxie ist das? Das ist Andromeda. Die Nachbargalaxie, die nächstgrößere Galaxie. Okay, aber das hier, das ist immer noch nicht die Skala, auf der sich irgendein Kosmologe ernsthaft damit beschäftigen würde. Wir gehen mal raus, zoomen immer weiter raus und raus. Nächste Größenordnung, Galaxienhaufen. Das ist so ein Galaxienhaufen, Größenordnung zwischen 1 und 10 Millionen Lichtjahre, so ungefähr. Wir sind auch nicht als Kosmologen die meiste Zeit über an diesem leuchtkräftigen Teil der Materie in dem Galaxienhaufen interessiert. Also das heißt, alles, was hier Licht abgibt, das heißt Sterne in dem Fall. Das hier ist also quasi eine Simulation eigentlich von einer optischen Aufnahme von so einem Galaxienhaufen. Sondern woran wir interessiert sind die meiste Zeit über, ist die Verteilung von dunkler Materie. Und so ein Galaxienhaufen besteht nämlich zum allergrößten Teil aus dunkler Materie, die nicht leuchtet. Und das hier wäre jetzt die zugehörige dunkle Materie in diesem Galaxienhaufen. Hier color-coded, damit man die dunkle Materie auch sehen kann. Und das ist so die Skala jetzt, auf der sich Kosmologen beginnen, so also quasi, wo es beginnt, dass man sich damit beschäftigt, mit so einem Objekt. Ich will aber immer noch weiter rausgehen. Diese Verteilung von Galaxien und dunkler Materie, und der Color Code kommt hier ziemlich hässlich raus, aber das ist jetzt egal. Also diese Verteilung von Galaxien und von dunkler Materie, in die sie auch eingebettet sind, die folgt so einer Art Netzwerkstruktur auf großen Skalen. Das nennt man das Cosmic Web. Ich gehe jetzt mal hier hin. Größenordnung der Durchmesser hier wäre jetzt sowas wie ungefähr Milliarden von Lichtjahren. Und diese Strukturen hier, die bezeichnet man als Filamente. Und diese Zwischenräume hier, wo einfach nichts ist, das bezeichnet man als Void oder auch Lücken zu Deutsch. Ja? Wobei das immer noch dunkle Materie an sich ist, oder? Ja, das hier ist jetzt nur dunkle Materie, aber die Verteilung der leuchtkräftigen Materie, die folgt auch ungefähr der gleichen Verteilung hier. Das ist nur, dunkle Materie ist halt kontinuierlicher verteilt im Raum und die leuchtkräftige Materie, das sitzt halt an so Punkten jeweils. Da, wo halt die Sterne sitzen. Okay, das ist jetzt so die Skala, wo es langsam anfängt, Kosmologie zu werden. Dann gehen wir noch weiter raus. Das hier ist jetzt
wenn ihr den gesamten beobachtbaren Bereich, also für uns beobachtbaren Bereich des Universums, der 92 Milliarden Lichtjahre ungefähr im Durchmesser ist, auf einen Blick sehen könnte, dann würde es ungefähr so aussehen. Also das ist jetzt hier quasi die Größenskala, auf der Kosmologie stattfindet, kosmologische Forschung. Und jetzt erinnert das Ganze so ein bisschen, vor allem habe ich hier das Color Coding, dieses Blau, so ein bisschen suggestiv hier auch gewählt, das erinnert so ein bisschen an eine Flüssigkeit, ja. Also im physikalischen Sinne wäre das eine Flüssigkeit, und die Galaxien, die hier an jedem Punkt sitzen, die sind stellen für Kosmologen quasi mikroskopische Moleküle in dieser Flüssigkeit dar. Und das mit dieser Flüssigkeit, das ist nicht nur eine Analogie, sondern tatsächlich in der Kosmologie beschreibt man das Universum mit den gleichen Gleichungen, die man auch in der Hydrodynamik für die Beschreibung von Flüssigkeiten wählt. Und das funktioniert mit einer hervorragenden Genauigkeit. Okay, bis ungefähr in die 1930er Jahre hat man gedacht, dass unser Universum statisch ist. Statisch heißt, dass es in seinen wesentlichen Eigenschaften sich nicht über die Zeit verändert, sondern einfach schon immer da war und immer gleich bleibt ungefähr. Und wenn man sich jetzt dieses Bild hier anschaut, da kommt noch eine Folie, wenn man sich dieses Bild hier anschaut, dann gibt es da auch, würde man denken, erstmal gar nicht so viel, was sich da verändern kann. Wenn ihr einfach ein völlig homogenes Medium euch anschaut und es gibt da keine Strömungen oder irgendwas da drin, dann verändert sich auch nicht viel. Aber was sich verändern kann, ist die Dichte dieses Mediums. Die kann sich über die Zeit verändern. Und das ist tatsächlich was auch passiert. Und was mit der Expansion des Raums zu tun hat. Okay, aber bevor ich jetzt tiefer in das Thema hineingehe, würde ich gern erstmal eine Frage an das Publikum stellen. Und zwar, wer von euch hat denn schon mal von der Expansion des Raums gehört überhaupt? Okay, wer hat auch wer glaubt, dass er eine Vorstellung davon hat, was damit gemeint ist? Okay. Gut, also ich versuche das an einem Schaubild zu erklären, was da passiert. Wir haben jetzt hier die Zeit, den Zeitpfeil. Dann haben wir wir schauen uns jetzt den Raum, den dreidimensionalen Raum zu verschiedenen Zeitpunkten an. Und dieser dreidimensionale Raum, der ist jetzt hier angedeutet durch so eine Fläche. Das ist einfach, ich habe halt hier nur eine zweidimensionale Fläche und will jetzt hier was Dreidimensionales drauf zeigen. Ne, und für mehr als 2D hat es hier von Seiten der Klaus-Tscherer-Stiftung auch nicht gereicht finanziell. Und deshalb ist es hier so angedeutet durch 2D. Und hier an den Ecken ist es abgeschnitten, da geht es natürlich ins Unendliche weiter. Okay, das heißt hier, wir haben hier drei Ansichten, drei Momentaufnahmen des Raums. Das hier wäre jetzt zum Beispiel heute, das wäre morgen, das wäre übermorgen. Und wir betrachten jetzt in diesem Raum zwei Galaxien, die hier benachbart irgendwo sitzen. Und das Wichtige ist, dass die Galaxien, die wir betrachten, dass die sich nicht relativ zueinander bewegen, sondern die verharren einfach in vollkommener Ruhe an ihrem Ort. Und man denkt sich jetzt, das ist doch langweilig, da passiert ja gar nichts, wenn die sich nicht bewegen. Aber wenn man jetzt tatsächlich sich daneben stellen würde und zuschauen würde, was passiert, dann sieht man, dass über die Zeit hinweg die Orte, auf denen die Galaxien zu den jeweiligen Zeitpunkten liegen, dass der Abstand zwischen diesen Orten sich vergrößert über die Zeit. Und das klingt jetzt erstmal paradox, die Galaxien, die bewegen sich nicht. Wenn man es hier auch, wenn man sich bemüht, hier dieses Gitter hier zu erkennen, dann sieht man auch, dass es immer auf dem gleichen Gitterpunkt hier überall liegt. Aber die Größe von diesen Gitterpunkten, die wird einfach größer über die Zeit. Und also was hier dargestellt ist, ist also keine Bewegung von Galaxien innerhalb des Raums, sondern die Galaxien, die ruhen an ihrem Ort. Und zwischen den Galaxien vergrößert sich das Volumen
Der Raum zwischen den Galaxien dehnt sich aus. Das heißt, das kann man sich so vorstellen, wie als ob ich mich jetzt hier von euch wegbewegen würde, weil hier, nicht weil ich mich auf dem, weil ich hier irgendwie laufe auf dem Boden, sondern weil der Boden, weil ich auf einem Boden stehe, der sich ausdehnt. Und dann werde ich so weggetragen von euch. Okay, da gab es eine Frage. Wie du gerade gesagt hast, so, du hast es auch gesehen im Schaubild, dass sich eben der Boden ausdehnt. Yeah. In dem Schaubild sieht es so aus, als würden die Galaxien gleich groß bleiben. Ja, das tun sie auch, tatsächlich. Die Galaxien, die expandieren nicht in ihrer Größe mit, nur zwischen den Galaxien der Raum expandiert. Das heißt, auch wir zum Beispiel werden nicht über die Zeit hin größer, was ziemlich beruhigend ist. Okay, Frage dazu. Ja? Ist der Raum, der expandieren kann, begrenzt? Da komme ich gleich noch darauf. Die Frage wird sich bestimmt noch klären jetzt in den nächsten Folien. Wenn nicht, dann frage nochmal am Schluss. Noch irgendwelche Fragen? Ja. Ich würde wissen, ob die Sonnensysteme, also innerhalb einer Galaxie, sich dann auch voneinander wegbewegen. Nee, das tun sie nicht. Also, ja, das hat einfach damit zu tun, dass zwischen so fernen Galaxien, dass da die, wenn wir uns hier zum Beispiel diese Galaxien hier anschauen, dann gibt es hier, es ist quasi eine Competition. Auf der einen Seite wollen sich diese Galaxien gegenseitig anziehen wegen ihrer Gravitation und auf der anderen Seite treibt die Expansion sie auseinander und dann ist immer die Frage, wer gewinnt. Und auf sehr großen Skalen, wo die Gravitation sehr schwach ist, da gewinnt dann die Expansion und auf kleinen Skalen, also für Kosmologen kleine Skalen, da gewinnt halt die anziehende Gravitation dann. Okay. Genau. Also ich hatte schon gesagt, man weiß das ungefähr erst seit den 1930er Jahren, dass das so ist. Das Überraschende ist, man weiß erst seit Mitte der 1920er Jahre, dass überhaupt unser Universum größer ist als die Milchstraße. Also das ist noch nicht mal 100 Jahre her. Und konkret ist diese Entdeckung, dass sich das Universum räumlich ausdehnt, das ist einerseits eine Vorhersage aus der allgemeinen Relativitätstheorie. Das heißt, die sagt vorher, für ein Universum, das so aussieht wie unseres, das heißt, dass auf großen Skalen immer eine immer gleichförmigere Gestalt annimmt, dass sich das dann, dieses Verhalten dann ergibt. Auf der anderen Seite, und das ist, das geht auf Hubble zurück, Edwin Hubble. Das ist, war ein beobachtender Astronom, der zwar die sogenannte Rotverschiebung, die aufgrund der Expansion zu erwarten ist, das ist so die beobachtbare Konsequenz von dieser Expansion, und dazu erzähle ich gleich noch was das ist, der hat die zwar nicht original entdeckt, aber er hat zumindest einen Zusammenhang gefunden, den man als das Hubble-Gesetz bezeichnet und der dann ziemlich schnell klar gemacht hat, dass diese Rotverschiebung was mit dieser Expansion zu tun hat. Okay, also ich gehe gleich auch auf die Rotverschiebung ein. Was damit gemeint ist, wenn ihr jetzt so ein Bild von so einer Galaxie euch anschaut und der Grund, warum ihr überhaupt so ein Bild seht, ist, dass hier überall von diesen Sternen Licht ausgeht, das dann sich durch den Raum zwischen euch ausbreitet und irgendwann bei euch ankommt. Nun ist es so, während sich das Licht ausbreitet von dieser Galaxie, wird die Expansion, die währenddessen stattfindet, dafür sorgen, dass das Licht, dass die Wellenlänge von dem Licht ebenfalls in die Länge gedehnt wird, wie alle räumlichen Abstände, die mit dieser Expansion mitwachsen. Und das heißt, dass das Licht immer rötlicher erscheint, also die Farbe von dem Licht ändert sich, weil aus physikalischer Sicht gibt die Wellenlänge die Farbe von dem Licht an. Und das heißt, es entsteht dann so ein Eindruck, das ist jetzt sehr, sehr übertrieben, aber das ist ein messbarer Effekt. Und dann entsteht auch noch so ein Eindruck, weil
durch die Expansion auch noch weniger Licht zu uns kommt, aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Das heißt, die fernen Galaxien erscheinen uns immer rötlicher und werden auch immer dunkler. Und das Wichtige ist dieser erste Effekt, dass es immer rötlicher wird, weil das ist dann auch, was uns erlaubt, zum Beispiel die Expansionsrate des Universums zu bestimmen. Gut, das war jetzt erstmal, worum es überhaupt geht. Jetzt ist die Frage, woher kommt denn das überhaupt, diese Expansion? Warum ist sie da? Und es ist tatsächlich ebenfalls, neben der gewöhnlichen Gravitationsanziehung, die wir kennen, ebenfalls ein gravitativer Effekt, der zu dieser Expansion führt. Deswegen hat es auch was mit der allgemeinen Relativitätstheorie zu tun, weil das ist die Theorie, die uns die Gravitation beschreibt. Okay, in der allgemeinen Relativitätstheorie wird Gravitation ein bisschen anders erklärt, als wir es gewohnt sind. Es stellt nicht mehr eine anziehende Kraft zwischen Körpern dar, sondern Gravitation ist ein geometrisches Phänomen, und zwar ein Phänomen der Geometrie von Raum und Zeit. Raum und Zeit werden in der allgemeinen Relativitätstheorie vereinigt zu einem Raumzeitgefüge. Was das jetzt im Detail bedeutet, ist gar nicht wichtig. Das Wichtige ist nur, dass Gravitation geometrische Veränderungen in diesem Raumzeitgefüge hervorruft. Und das ist ein Effekt, der ist sehr, sehr abstrakt und man kann ihn nicht wirklich sich vorstellen. Aber es wird immer dieses sehr stark vereinfachte Bild hier gezeigt. So ein Bild von dieser Sorte hier, wo diese Gitterlinien ebenfalls wieder zweidimensional jetzt für die vierdimensionale Raumzeit stehen sollen. Und das hier ist jetzt so ein Objekt, das ist jetzt hier so ein Stern in dem Fall, der mit seiner Masse so eine Veränderung der Raumzeitgeometrie, die ihn umgibt, auslöst. Das heißt, der verzerrt das geometrische Gefüge der Raumzeit. Ganz stark vereinfacht gesagt, macht er so eine Art Beule rein und die Erklärung, warum wir Gravitation spüren, ist, wenn jetzt hier zum Beispiel ein Planet oder sowas um diesen Stern sich herum bewegt, dass dieser Stern in diese Beule reinrollt, also ich vereinfache jetzt hier total, aber der rollt quasi, also nur um eine bildliche Vorstellung zu geben, der rollt da rein, wie in so eine Art Trichter und das ist, warum wir das als eine Anziehung interpretieren. Okay, das ist jetzt der eine Punkt. Und der andere Punkt, in so einer gekrümmten Raumzeit haben wir das Phänomen, dass die Längen und Abstände, also zum Beispiel die Längen von irgendeinem Objekt, dass wir, wenn wir dieses Objekt in ein Gravitationsfeld reinschieben oder innerhalb von einem Gravitationsfeld herum verschieben, dass sich die Länge von diesem Objekt ändern kann. Weil es eine Änderung der Geometrie gibt. Das heißt, konkret eine Änderung von Bedeutung von Abständen und Längen. Und was das jetzt bedeutet, das ist ein sehr, sehr abstrakter Punkt, deswegen habe ich jetzt eine Metapher oder eine Analogie gewählt, die wir alle, also von einem, oder ein Beispiel von einem gekrümmten Raum, den wir alle kennen aus dem Alltag. Und das ist so eine Kugel. Genauer gesagt, was hier gekrümmt ist, ist die Kugeloberfläche. Diese Kugeloberfläche, die soll jetzt hier wieder als zweidimensionales Objekt für etwas vierdimensionales stehen. Also ihr seht schon, man kommt so ein bisschen mit der Vorstellungskraft an die Grenzen, aber wir wollen das jetzt mal in zwei Dimensionen hier, auf zwei Dimensionen beschränken. Okay, also ihr werdet mir sicherlich alle zustimmen, dass dieses Objekt gekrümmt ist, wobei in dem Fall das, was wir Krümmung nennen, das ist jetzt Krümmung im Sinne von Alltagssprache und nicht in einem mathematischen Sinne. Es gibt auch noch Krümmung, die wirklich mathematisch mit bestimmten Axiomen definiert ist, aber das soll uns jetzt hier nicht interessieren. Okay, das ist eine gekrümmte Oberfläche. Und jetzt machen wir Folgendes. Jetzt kleben wir hier so zwei Galaxien da dran, an diese Fläche. Und jetzt verschieben wir diese Galaxien von Norden nach Süden. Jeweils.
Und wir machen das so, dass wir darauf achten, dass diese Galaxien immer auf dem gleichen Längengrad bleiben, also auf hier an diesem Längengrad entlang, die hier und hier, die an ihrem Längengrad entlang, einfach Richtung Süden. Beide in die gleiche Richtung. Und das bedeutet, es gibt während dieser Verschiebung keine relative Bewegung der Galaxien zueinander. Das kann man nochmal ein bisschen anschaulicher machen, wenn wir das Ganze in eine Ebene projizieren. Hier wäre jetzt Norden, hier Süden. Und hier haben wir wieder unsere Koordinaten, mit denen wir hier Ereignisse oder beziehungsweise in dem Fall Orte auf der Kugel beschreiben. Und hier sieht man nochmal ganz deutlich, was gemeint ist. Wir nehmen die beiden Galaxien und wir schieben sie beide auf exakt die gleiche Art und Weise nach unten. Also nach Süden, meine ich. Das heißt, wenn wir uns jetzt auf so eine Galaxie draufsetzen würden, dann würden wir sagen, in unserem Koordinatensystem ruhen beide Galaxien. Es findet keine Bewegung relativ zueinander statt. Innerhalb der Kugeloberfläche findet keine Bewegung statt. Das ist nämlich das Wichtige jetzt. Und trotzdem, wenn wir hier an diesem südlichen Punkt angekommen sind, bemerken wir etwas, was sehr, sehr erstaunlich ist für jemanden, der auf so einer Kugel lebt. Stellt euch vor, so ein sehr, sehr kleines Wesen, was hier auf dieser Kugeloberfläche lebt und was nicht bemerkt, dass es auf so einem gekrümmten Etwas lebt. Und zwar, was passiert ist, wenn ihr die geometrische Entfernung zwischen diesen beiden Galaxien einmal hier messt und einmal hier messt, dann ist sie hier größer als hier. Was total offensichtlich ist, weil wir uns hier auf einer Kugel befinden. Das heißt, aber auch wenn ihr das hier schaut, hier ist es nicht mehr so offensichtlich. Was jetzt hier passiert ist, die Galaxien sind beide in die gleiche Richtung verschoben worden, wurden nicht relativ zueinander bewegt, aber sind entfernter geworden. Ja, also das ist halt deshalb ein bisschen komisch, weil wenn ihr euch vorstellt, im gewöhnlichen dreidimensionalen euklidischen Raum, wenn ihr zwei Leute seid, die in irgendeine Richtung nebeneinander lauft und vollkommen parallel zueinander bleibt, dann erwartet ihr normalerweise, dass ihr euch nicht voneinander entfernt. Aber wenn ihr in einem gekrümmten Raum seid, dann kann das passieren, auch wenn ihr auf zwei parallelen Geraden lauft oder was halt in diesem gekrümmten Raum dann die passende Verallgemeinerung von einer Geraden wäre, dann würde diese beiden Geraden würden sich immer weiter voneinander entfernen, weil sich dieser Raum anschaulich gesprochen und vereinfacht gesprochen einfach wölbt unter euch, sozusagen. Okay, und das macht hier ein bisschen, diese Beobachtung verdeutlicht, dass wir hier zwei unterschiedliche, oder dass wir in einem gekrümmten Raum, dass wir da streng unterscheiden müssen zwischen einem Koordinatenabstand, der ist hier in beiden Fällen der gleiche, das sind ja einfach vier Kästchen sozusagen, ihr könnt ja die Kästchen zählen, dass das nicht dasselbe ist wie der geometrische Abstand, den man zwischen diesen beiden Längengraden hier messen würde auf der Kugel. Das ist der ganze Punkt eigentlich von dieser Analogie. Dass halt die physikalische Größe, die so einem Kästchen hier entspricht, dass sie sich verändern kann über diese Oberfläche hier, über dieses Objekt. Und das ist im Grunde auch, was im Universum passiert. Ich mache jetzt Folgendes, ich beschrifte jetzt hier diese Pfeile hier, diese Richtung mit Zeit. Das heißt, ich sage, Zeit geht jetzt hier von Norden nach Süden und orthogonal dazu lege ich mir die Raumrichtung hin. Das heißt, ich habe jetzt hier ein Objekt, was jetzt wieder die Raumzeit darstellt. Die Zeit verläuft jetzt hier in diese Richtung. Die Galaxien bewegen sich beide jeweils in ihre Zukunft und nicht irgendwo hier im Raum, also nicht in diese Richtung, sondern nur in diese Richtung. Sie bleiben an ihrer Raumposition und bewegen sich weiter in die Zukunft beide. Aber der räumliche Abstand, obwohl sie immer bei ihren gleichen Koordinaten bleiben, der nimmt trotzdem zu. Weil wir uns in einem gekrümmten Gebilde befinden. Und was an dieser Analogie sehr schön ist, ist, dass sie verdeutlicht, dass es nicht, und ich glaube, das kommt jetzt einigermaßen auf deine Frage zurück,
dass nicht über die Zeit mehr Platz geschaffen werden muss oder dass nicht der Raum in irgendwas Größerem eingebettet sein muss und innerhalb dieses Größeren irgendwie da in irgendwas Neues reinwächst sozusagen. Ja? Aus Kindheitserinnerungen, die Raumdarstellungen verlaufen ja einfach immer mehr dazu. Ja. Und dass der dunkle Teil davon halt irgendwie alles ist, was nicht angemalt wurde. Ja, okay, aber kannst du dann nochmal wiederholen, was du meinst? Also anhand deines Beispiels würde tatsächlich der Google werden. Ja. Ja, genau. Ja, klar. De facto heißt das, wenn wir unten an der Kugel eingekommen sind, gibt es das Ganze halt in... Ja, das hier oben wäre, das hier oben wäre jetzt hier der Urknall auf dieser Kugel. Das heißt, hier ist tatsächlich alles in einem Punkt quasi, alles, was hier auf diesen Linien sich zeitlich nach vorwärts bewegt. Was geht doch dann technisch am Ende der Kugel auch? Ja, auf der Kugel schon. Ja, auf der Kugel würde, also wenn das Universum diese Geometrie hätte, dann würde es wieder rekollabieren und es gäbe wieder, das ist auch ein Szenario, was tatsächlich möglich wäre, theoretisch, aber was, also Beobachtungen sagen uns, dass das nicht wahrscheinlich ist, dass das passiert, sondern weil wir uns halt nicht auf einer, weil die Geometrie halt nochmal leicht abweicht von dieser Kugel. Genau. Es ist das ist nur, ja nur ein Beispiel von einem gekrümmten Objekt. Ja. Masse, weil das muss ja auch noch irgendwo da unten gebracht werden. Also deswegen meine Theorie, dass vielleicht doch ein Ballon wäre, der einfach platzt. Ja, der oder Insten, das ist halt die Frage so. Warum halt das nicht alles wieder irgendwann anfängt und Neustart. Aber bei dem mit dem Platzen, ich glaube. Ich glaube, dass das Problematische so ein bisschen ist, wenn man sich vorstellt, dass da wirklich was irgendwie so eine Membran größer wird oder so, sondern. Ein besseres Bild ist, glaube ich, tatsächlich, dass eigentlich die Punkte des Raums, wie hier in diesem Bild zu sehen sind, diese ganzen Punkte hier, dass die alle einfach gleich bleiben, aber die Bedeutung der Abstände verändert sich. Das heißt, was die geometrische Länge, die repräsentiert wird von so einem Koordinatenabstand, die ändert sich halt über die Zeit. Das ist der Punkt davon. Ja, wir haben einerseits in den Galaxien dunkle Materie und andererseits sind sie auch eingebettet in dunkle Materie. Beides. Okay, ich mache mal weiter jetzt mit dem... also Abstände verändern Bedeutung von Zeit zu Zeit. Das heißt, um es nochmal zu wiederholen, weil man es nicht oft genug wiederholen kann in diesem Bild, eigentlich bleibt alles gleich, aber die Bedeutung von diesen Kästchen verändert sich. Also was durch so ein Kästchen an physikalischer Größe repräsentiert wird, also in physikalisch messbaren Einheiten. Das ist die Message. Okay, im Universum passiert das Gleiche, also hier so eine Galaxie oder die hier, die bleiben alle eigentlich mehr oder weniger da, wo sie sind, an dem Ort. Die verändern überhaupt nicht ihre Koordinate in irgendeinem Koordinatensystem, das wir wählen können. Aber wir würden trotzdem, wenn wir dieses Bild hier zu einer späteren Zeit anschauen würden, würden wir trotzdem sehen, dass die Galaxien kleiner werden in diesem Bild, weil einfach zwischen den Galaxien und uns mehr Länge entstanden ist. Also mehr Volumen dazu gekommen ist. Okay, jetzt der dritte und letzte Teil, da möchte ich kurz drauf zu sprechen kommen, was eigentlich
die Expansion antreibt? Das ist vielleicht so eine Frage, die man sich jetzt noch stellt. Und das Überraschende ist, man könnte sich vorstellen, da müsste irgendwie so eine Kraft sein, die das irgendwie immer weiter antreibt, aber das ist gar nicht so. Es ist keine Kraft benötigt, die das irgendwie immer weiter am Expandieren hält, sondern wenn diese Expansion einmal losgetreten ist, dann geht es immer so weiter, bis irgendwas das wieder darauf einwirkt. Ja? Also es ist quasi wie bei der Impulserhaltung beziehungsweise bei der Massenträgheit. In der klassischen Mechanik ist es ja so, dass Massen träge sind. Das heißt, wenn ich irgendwie ein Objekt, das mache ich jetzt zum Beispiel im Weltall, wenn ich jetzt irgendein Objekt anstupse, dann wird es einfach sich immer weiter auf einer geradlinig gleichförmigen Bahn bewegen. Solange bis eine Kraft diese Bewegung wieder ändert. Und das Gleiche ist im Prinzip auch hier der Fall, nur dass es hier halt eine Expansionsbewegung ist, sozusagen. Also der Raum, solange keine Kraft auf ihn einwirkt, die irgendwas ändert, verharrt in dem Expansionszustand, was jetzt das analog zu der in der Mechanik der gleichförmigen Bewegung wäre. Und das folgt aus der Geometrie dieses Raums. Das heißt, wenn wir uns das hier anschauen, wir haben jetzt hier ein Diagramm, wo die Zeit wieder aufgetragen ist. Hier ist jetzt das, was wir in der Kosmologie den Skalenfaktor nennen. Und was dieser Skalenfaktor angibt, ist die relative Größe von Längen und Abständen relativ zu heute. Also das ist quasi die relative Größe des Universums, kann man so sagen. Und wenn wir jetzt, das Interessante ist jetzt, wenn wir alle Materie aus diesem Raum rausnehmen würden, also entfernen würden und dann uns ein leeres Universum anschauen, völlig leer, dann würde es immer noch weiter expandieren einfach. Ja, einfach vor sich hin würde es weiter expandieren. Das ist hier angedeutet, der Skalenfaktor wächst dann linear mit der Zeit. Das heißt, die Expansionsrate ist konstant. Das ist das, was ich meinte mit der Raum verharrt in seinem Zustand der gleichförmig geradlinigen Bewegung. Also in dem Fall ist es jetzt eine Expansionsbewegung. Aber es ist völlig analog zu der Impulserhaltung. Dann, wenn wir jetzt Materie und auch Strahlung, also zum Beispiel Licht in dem Fall, wenn wir das wieder dazugeben, dann erzeugen wir etwas, was wieder eine gravitative Anziehung erzeugt. Und diese Anziehung, das hatte ich vorhin schon gesagt, die wirkt dieser Expansion entgegen. Die verlangsamt die Expansion, weil sie möchte den Raum wieder zusammenziehen. Und das heißt, die Kurve verändert sich dann so ungefähr. Also es wird immer langsamer, die Expansion. Dann gibt es noch was sehr Merkwürdiges. Es gibt auch Gravitationsquellen, die nicht anziehend gravitieren, sondern die eine abstoßende Gravitation haben. Dieses Konzept gibt es tatsächlich in der allgemeinen Relativitätstheorie. Und es gibt sogar und die Beobachtungsdaten, die sagen uns sogar, dass es sowas auch in der Natur, dass sowas in der Natur tatsächlich vorkommen muss. Und das ist was, was wir entweder als dunkle Energie bezeichnen, falls ihr das irgendwann schon mal gehört habt, oder eine andere, so eine abstoßende Gravitationsquelle ist die sogenannte kosmologische Konstante, die mit Lambda immer abgekürzt wird. Das ist aber jetzt dieser Punkt nur zur Vollständigkeit. Das muss man jetzt an der Stelle nicht tiefer verstehen. Und ich glaube, es bringt auch nichts, das jetzt zu nennen, wenn, für diejenigen, die das noch nicht kennen oder schon mal gehört haben. Ich will einfach nur damit sagen, dass es auch Substanzen gibt oder Quellen von Gravitation, die so ein Verhalten erzeugen, die quasi sich gravitativ abstoßen und dann diese Expansion wieder weiter antreiben und weiter beschleunigen. Und ich hatte ja schon mit dieser Analogie, zuerst das hier noch. Also ich hatte ja schon mit dieser Analogie angefangen von der Impulserhaltung quasi, und das möchte ich jetzt auch nochmal an diesem Bild hier veranschaulichen. Wir stellen uns jetzt vor, wir haben hier eine Person, die irgendwie auf zum Beispiel auf dem Erdboden steht
also das halt im Erdgravitationsfeld steht und so einen Ball hier hochwirft. Und das hier in diesem Diagramm soll jetzt hier nicht mehr für den Skalenfaktor stehen, sondern für die Höhe dieses Balls über dem Boden. Und überraschenderweise bekommen wir ein ganz ähnliches Verhalten, wenn jetzt die Masse der Erde, die den Ball wieder zum Boden zieht, wenn die nicht da wäre, dann würde der Ball einfach abhauen ins Universum raus, so auf einer geradlinigen Kurve und würde einfach ins Unendliche immer weiter reisen. Der Ball wäre dann weg. Ist ein bisschen blöd, vor allem wenn der Ball teuer war, aber passiert halt. Wenn wir das Erdgravitationsfeld wieder anschalten, in dem diese Person hier steht, dann wisst ihr alle, was passiert. Der Ball, der macht so eine Wurfparabel und kommt irgendwann wieder auf den Boden zurück. Der macht also das Gleiche, wie Materie und Strahlungsinhalt mit der Expansion des Universums macht, verlangsamt diese Expansion, und tatsächlich, wenn genug Materie und Strahlung da ist, kann es auch wieder zum Rekollaps des Universums kommen, so wie der Ball wieder auf den Boden fällt, wenn die Erdgravitation stark genug ist. Und dieser Fall von abstoßender Gravitationsquellen, das wäre was ganz Komisches, das wäre, wenn ihr einen Ball hochwerft, und der fliegt einfach, der beschleunigt einfach in die Höhe und wird immer schneller und rennt euch exponentiell weg, sozusagen. Und haut auch für immer ab. Ja? Also, aber schneller sogar als der Ball, der einfach linear hier weiterfliegt. Okay, gibt es jetzt noch irgendwelche Fragen nach dem letzten Teil? Ja? Haben wir irgendeine Vorstellung, was das sein könnte? Was du gerade das letzte Phänomen beschrieben hast? Also was wir modellhaft haben, aber... Ja, wir haben ein Modell von der dunklen Energie und wir haben ein Modell von der kosmologischen Konstante, aber die Bedeutung davon ist nicht wirklich klar. Okay. Also die dunkle Energie, also ich fange erstmal mit der kosmologischen Konstante an. Diese Konstante, die ist eine Gravitationsquelle, die auch dann noch da ist, wenn das Universum leer ist. Das heißt, wenn du alle Materie und Strahlung aus dem Universum entfernst, ist die kosmologische Konstante immer noch da. Und die tritt zwingend in den Gleichungen auf, die die Gravitation beschreiben. Also das heißt, Albert Einstein hatte sich hingesetzt und hat diese Gleichungen entworfen, und diese kosmologische Konstante, die kam dann natürlicherweise aus seiner Rechnung raus. Und die hat er dann aber auf Null gesetzt, weil er nicht wusste, was er damit anfangen soll, weil man die damals noch nicht gebraucht hat, um Gravitation zu erklären. Aber jetzt hat man entdeckt, dass tatsächlich diese Expansionsbewegung, also die Observationsdaten, die sagen uns, dass die Expansionsbewegung sich tatsächlich beschleunigt wieder. Und so eine Beschleunigung kann nicht durch Materie und Strahlung hervorgerufen werden. Die wirkt immer nur anziehend. Und um die Expansion wieder zu beschleunigen, muss zwingenderweise eine abstoßende Gravitationsquelle da sein. Und das könnte jetzt die kosmologische Konstante sein. Und die Beobachtungen favorisieren derzeit diesen Fall sogar auch noch, dass es tatsächlich so eine kosmologische Konstante ist. Das passt am besten bisher. Dann gibt es aber alternative Modelle, die eine weitere Substanz im Universum vorschlagen. Also diese kosmologische Konstante, das ist nicht wirklich was Materielles oder so, sondern das ist einfach eher eine Eigenschaft von einem leeren Raum selbst, dass dieser leere Raum immer noch eine natürliche Krümmung sozusagen hat. Aber dunkle Energie ist eine Substanz, die man quasi hinzufügen kann und die auch eine abstoßende Gravitation erzeugt. Also man hat diese beiden Möglichkeiten, das zu erklären. Aber im Moment spricht zumindest noch nichts für die dunkle Energie. Das ist einfach quasi eher so ein Ad-Hoc-Konstrukt in dem Fall. Also, Platzhalter. Genau. Das ist was, man sagt sich halt einfach, man weiß, dass es etwas gibt, was die Expansion wieder antreibt. Und es kann nun die kosmologische Konstante sein. Wir brauchen also diese dunkle Energie nicht, um es zu erklären. Aber wir wissen es halt nicht. Wir können auch nicht ausschließen, dass es tatsächlich da nicht noch eine weitere materielle Substanz gibt, die wir noch nicht
gesehen oder erforscht haben und die das gleiche Verhalten halt auch auslösen könnte. Der Unterschied, aber es gibt einen Unterschied zwischen diesen beiden, an der Wirkung, die diese beiden auf die Expansion haben, diese beiden Möglichkeiten. Die kosmologische Konstante, die kann, wie der Name schon sagt, nur eine konstante Beschleunigung der Expansion auslösen. Das heißt, diese Beschleunigung, die kann nicht über die Zeit variieren. Und das heißt, wenn wir in den Beobachtungsdaten irgendwelche Hinweise, auch nur die kleinsten Hinweise darauf finden, dass diese Expansion unterschiedlich schnell beschleunigt wird zu unterschiedlichen Zeiten, dann ist es ein klarer Hinweis darauf, dass es zumindest ein Teil von diesem Phänomen auf die dunkle Energie zurückzuführen ist. Das könnte auch eine Kombination sein. Genau. Und es wird und Faktoren. Genau. Und das ist zurzeit auch eine der brennendsten Fragen in der Kosmologie, ob es nun Lambda ist oder die dunkle Energie. Okay. Gibt es sonst irgendwelche Fragen? Ihr könnt euch auch noch im Laufe des Abends irgendwelche Fragen ausdenken und mich dann einfach ansprechen. Also ansonsten würde ich sagen, das war's und noch einen schönen Chaos-Treff.